machte Hannibal die Überquerung der Alpen. Hier wurde das große Heer erstmals mit schwerwiegenden logistischen Problemen konfrontiert. Der Versorgungsnachschub riss ab und Hannibals Mannen mussten sich mit der einheimischen, schwer verdaulichen Kost begnügen. Nehmt auf! Schwer furzend begannen die Karthager mit der Überquerung der Alpen. Irgendwo hier, zwischen Madon und Bremont, muss es gewesen sein, im französischen Alpendepartement Haute-Moyen. Gut 40.000 Soldaten, 10.000 Reiter und 37 Elefanten. Der gesamte Tross hatte sich verlaufen. Heerführer Hannibal war orientierungslos. Es war der Marsch seines Lebens und er kam an die entscheidende Stelle. Es wurde ernst. Der Weg in die Alpen steiler, enger und kälter. Die Pässe zugeschneit. Winter 218 vor Christus. Sie besiegten das Wetter. Sie besiegten die Kälte. Sie besiegten die Alpen. Gestählt gehen sie nun in den Kampf gegen Rom. Come on!
spent all so many nights thinking how.